Guten Morgen, heute ist der 11.05.2023 und das wird Teil 14 von der Serie. Ich wollte jetzt noch erst eine kleine Obia-Geschichte erzählen, also eine Voodoo-Geschichte, die mir hier oben passiert ist. Eines Tages war ich am Gärtnern, beziehungsweise habe da meiner Jahr darum gejobbt und so. Und da habe ich eine Flasche gefunden mit einem gelblichen Inhalt und habe dann ein bisschen weitergesucht und habe dann noch bestimmt 20 oder 30 solche Flaschen gefunden. Und da das sehr ungewöhnlich war und habe ich dann jemanden angerufen, der sich da ein bisschen ausgekannt hat und er sagte, ja, wo, in welcher Himmelsrichtung war das also von dir aus gesehen. Dann habe ich gesagt, nach Osten. Und dann hat er gesagt, ja, wenn es nach Osten ist, dann will mir jemand was Schlechtes tun. Ja. Und tatsächlich ist dann mein Hund, der hat aufgehört zu essen. Und der hat eine Woche lang nicht gegessen. Ich war sehr besorgt und habe ihn dann zum Tierarzt gebracht. Der Tierarzt hat ihm dann, weiß nicht mehr genau, er hat ihm irgendwas gegeben, eine Spritze und was weiß ich. Aber es hat nichts dran geändert. Er hat immer noch nichts gegessen. Und dann bin ich zu meiner Spiritual Guidance-Frau gegangen. Und sie sagte mir, hat mir so ein kleines Amulett gegeben für ihn, das ich ihm um den Hals binden sollte. Und hat mir gesagt, ich solle Erde nehmen und Wasser. Also mit Wasser aufmischen und soll ihm das zu trinken geben. Er soll dem Hund das zu trinken geben. Und das habe ich dann auch getan und das hat dann auch sofort geholfen. Der hat dann wieder angefangen zu essen. Also auf jeden Fall war das die zweite Geschichte. Und jetzt will ich mal ein bisschen zu der Stromversorgung, wie das hier stattgefunden haben, weil das Haus ist ja abgelegen, es ist nicht am Stromnetz. Und wir haben halt, am Anfang habe ich mit Generatoren gearbeitet. Ich habe dann auch einen sehr guten Generator gekauft, den wir auch jahrelang hatten. Leider war die Wartung, ich hatte in der Zeit für sowas nicht Zeit und musste mich auf mein Personal verlassen. Und da wurde öfters mal ein Ölwechsel vergessen und es war also nicht so ganz die tolle Wartung. Und irgendwann ist er dann kaputt gegangen. Ich habe ihn dann nach Kingston gebracht. Die haben den dann 2 Monate lang, 3 Monate lang repariert und mir eine Wahnsinnsrechnung präsentiert von 2.000, 3.000 US-Dollar und oder sogar mehr. Und der lief dann auch wieder, aber nicht lange. Und dann habe ich Gott sei Dank in der Zeit habe ich dann einen sehr, sehr alten, also einen alten Mann, der so einen Machine Shop hatte in Savlomar kennengelernt und der sich auch sehr gut, ein sehr guter Mechaniker. Und der hat den Generator dann nochmal auseinandergenommen und hat mir dann gesagt, ja, die haben einen Teil falsch eingebaut. Und deswegen konnte das Öl nicht zirkulieren oder so. Und deswegen ist es wieder kaputt gegangen. Er hat ihn dann wieder repariert, aber irgendwann ist er dann doch wieder kaputt gegangen und er ist dann auch leider ausgewandert nach Florida und war dann eben nicht mehr stand zur Verfügung. Dann habe ich eben immer wieder andere Generatoren gehabt und zwischendrin hatten wir immer wieder Zeiten, wo es dunkel war, wo wir Öllampen hatten und so. Ja, und dann irgendwann habe ich mich entschlossen, ein Kabel zu legen. Und zwar ein Kabel von ganz oben am Berg da oben. Zeige ich mal schnell da oben. Von da oben, wo dieser ganz große Baum ist, noch weiter oben. Und da habe ich erstmal ein Riesenkabel besorgt. Das hat 4.000 US-Dollar gekostet. Und habe die Kabel da oben hingelegt, damit ich das hier runterziehen konnte. Und 2 Tage später, oder ich war eben noch am Vorbereiten, um das Kabel runterzuziehen. Und
Und 2 oder 3 Tage später ist die ganze Kabelrolle geklaut worden. Dann musste ich nochmal ein Kabel besorgen, habe das dann runtergezogen. Weil das Kabel so lang war, hat mir der von dem Stromwerken gesagt, ja, ich muss, als er das dann angeschaut hat, hat er gesagt, ja, ich muss das Kabel erstmal wegmachen, das erste Stück, weil wenn die anderen Inspektoren kommen, dann dürfen die nicht sehen, dass das so lange hier runter durch den Busch geht und so bis zu mir. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, das ist sehr schwierig, weil es sehr stramm ist am Anfang und so. Und er hat aber darauf bestanden, hat gesagt, das muss so sein. Und ich habe das dann, dummerweise habe ich ihm sein Rat befolgt und habe das dann runtergemacht. Und es hat dann so an den Aufhängungen hat es geratscht. Das sind zum Teil ist die Isolierung weggegangen. Und das hat mir schon unglaubliche Probleme später gefolgt, weil immer wieder Kurze da gegeben hat an den Stellen und so. Und dann, als die Inspektoren dann kamen, die haben natürlich gesagt, ja, was hat der, warum will der so eine große Ding da oben und so, und haben da ein bisschen im Busch geschaut und haben natürlich das Kabel dann gefunden, haben das hier runter verfolgt. Dann musste ich denen natürlich auch noch mal ein Geld geben, damit sie das trotzdem abnehmen. Und ja, und dann war ich letztendlich angeschlossen, war natürlich super glücklich, endlich eine Stromleitung zu haben. Habe dann zwar unglaubliche Rechnungen bezahlt, weil die lange Leitung allein schon so viel gefressen hat. Und dann ging das noch ein paar Jahre ganz gut. Und dann hatten wir ein gigantisches Feuer hier. Da hat der ganze Hügel gebrannt. Beim Haus, die Feuer am Haus, das wird nochmal ein anderes Kapitel. Da waren auch viel, 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 viel zu erzählen. Auf jeden Fall, jetzt will ich mich nur mal auf die Stromleitung. Und das war eben so ein Kabel, was zusammengewickelt war. Das waren drei Teile, die waren zusammengewickelt. Und die sind natürlich dann ineinander verschmolzen. Jetzt muss ich die alle auseinanderziehen und da einzelne hinmachen. Und ich habe es dann zwar wieder hingekriegt, dass der Strom wieder durchgegangen ist, aber danach war die Leitung so beschädigt und so kaputt und hat immer wieder saßen wir hier unten, alles war lustig und wir haben schön Musik gehört und dies und dann auf einmal bumm, war der Strom aus. Und ich wusste, um Gottes Willen, morgen muss ich da hoch und muss 2 Kilometer Kabel absuchen und den Fehler finden. Beziehungsweise, nee, waren Kilometer, aber zum Teil so steil am Hang und dann wirklich die Stelle finden, wo jetzt das Kabel also wo es einen kurzen gemacht hat. Das war schon eine Sisyphusarbeit und hat manchmal habe ich das nicht mal in einem Tag geschafft, manchmal waren es 2, 3 Tage, bis ich das gefunden habe und bis ich das dann isoliert habe und bis das Kabel wieder ging. Und dann irgendwann haben sie mir nochmal ein ganz großes Teil vom Kabel weggeklaut. Und dann war ich einfach fertig. Ich habe gesagt, nee, ich mache das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr machen. Das war einfach zu schwierig alles und so. Und dann habe ich Gott sei Dank gerade zu der Zeit ein bisschen Geld gehabt und habe mir dann eine Solaranlage gekauft, die jetzt bis zum heutigen Tage funktioniert und die mir sehr viel Freude macht und meine Stromversorgung jetzt auch relativ stabil macht. Das ist halt das Einzige, was ist halt die Batterien, die immer wieder verkauft. Momentan sind die Batterien auch nicht so doll. Ich bräuchte eigentlich wieder neue Batterien, aber das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. So, das war es erstmal für heute. Beim nächsten Mal werde ich wohl mal mit der Wasserversorgung. Das ist auch ein interessantes Kapitel, wie die Wasserversorgung hier funktioniert hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Okay, Dankeschön.